In diesem Video lernen wir Berit Kaufeld näher kennen, die Dozentin an der Sportphysiotherapie-Ausbildung der ZM Academy ist. Herzlich willkommen, mein Name ist Berit Kaufeld, ich bin Sportpsychologin, ich komme aus Schwerin, ich arbeite hier mit der ersten Bundesligamannschaft im Volleyball zusammen, aber auch mit der Handballmannschaft, die hier ansässig ist, mit dem Olympiastützpunkt in Schwerin und auch mit dem in Stuttgart, betreue da auch eine Volleyballmannschaft, aber auch so ein paar ganz internationale Volleyballer, Sportler von überall. Und wie Sie vielleicht raushören, ich bin dem Mannschaftssport verbunden. Das kommt daher, dass ich auch selbst Profi-Volleyballerin war, habe lange in Schwerin gespielt, dann aber auch viele Jahre im Ausland, war währenddessen in der Volleyball-Nationalmannschaft und habe eben nebenbei Psychologie studiert. Und so kam es dann, dass ich dann Sportpsychologin geworden bin. Erst beim Fußballverein Bayer 04 Leverkusen, für 2 Jahre war ich dort und habe mich dann eben selbstständig gemacht. Und bin zurückgekommen nach Schwerin, sozusagen nach weiß ich gar nicht, 10-jähriger Abstinenz oder so. Genau, zwischendurch habe ich eine Yogalehrerausbildung gemacht, verbinde jetzt eigentlich auch auf die Sportpsychologie mit dem Yoga, weil es einfach super gut passt. Und da sind wir eigentlich auch schon so ein bisschen bei dem ersten Thema, was ich in der Sportphysiotherapie Ausbildung mit anbieten möchte, weil ich eben glaube, dass ja, Psychologie eben so ein komplett wichtiger Teil auch für einen Physiotherapeuten ist, weil Körper und Geist eben so stark zusammenhängen, genau eben wie wir das im Yoga auch immer erfahren. Und meine Erfahrung als Sportlerin, aber jetzt auch als Psychologin ist, dass wenn die Sportpsychologin nicht dabei ist bei einem Wettkampf oder bei einem Team, dann ist eigentlich der Physiotherapeut der Sportpsychologe des Teams. Und genau deswegen glaube ich auch, dass das so ein wichtiger Baustein ist und ich bin froh, dass der dabei ist. Was ich einbringen möchte, ist, wie gesagt, so ein paar Grundtechniken Yoga, aber auch Grundtechniken der Achtsamkeit und Entspannungstechniken, weil ich glaube, dass ganz viel Stress entsteht eben dadurch, dass wir Dinge bewerten, dass wir nicht im Moment sind, dass wir uns Gedanken verhaken, dass der Stresslevel viel höher ist, als es eigentlich sein müsste, dass wir vielleicht manchmal auch gefangen sind in unseren Gedanken und Emotionen. Und das Stresslevel und damit auch das Verletzungsrisiko senken können, mit eigentlich ganz oft mit ganz einfachen Techniken. Wenn Sie und du Lust haben, von Berit Kaufeld zu lernen, dann informiert euch näher dazu auf der ZM-Homepage www.im-zm.de.